jetzt wird's herzhaft und auch köstlich, denn Sophia ist da. Hallo. Ja, hallo in meiner Küche. Hallo. Und du hast Vielen sogar, Dank. Wie man das macht, als Gast Brot mitgebracht. Ja, genau. Aufmachen, aufmachen. Ja, aber wir machen natürlich auch was mit dem Brot. Wir basteln eine Brottorte. Wow. Das ist mit Spinat. Sieht ja aus wie, eigentlich sieht es aus schon wie ein Kuchen, ne? Hat die Form. Genau, ist auch in der Tortenform gebacken. Und das ist mit Rotkohlsaft, ein lila Brot. Ui, und was backen wir jetzt noch? Wir machen noch ein rotes Brot. Und was passiert denn mit den Broten? Die werden irgendwie geschichtet, oder? Genau. Da kommen dann einfach Aufstriche dazwischen. Da zeigen wir noch ein bisschen, was man alles machen kann. Und dann wird es einfach herzhaft verziert. Und dann schaut es aus wie eine Torte am Ende. Eine Angebertorte, eine bunte. Ja, das ist schon eine Angebertorte. Doch, ja, und das rote Brot, was wir jetzt backen, hast du alle Zutaten dabei? Ja. Und das braucht man dafür. Für das quietschbunte Brot brauchen wir Mehl, einen Würfel Hefe, einen Viertel Liter rote Beetesaft. Die vegane Mayo besteht aus Sojamilch, Senf, Zitronen und Öl. Für das Hummus brauchen wir Kurkuma und Kreuzkümmel sowie Kichererbsen und Tahin. Mit Früchten, Gemüse und Blüten werden wir ganz zum Schluss unsere Brottorte dekorieren. Wird das alles zusammengerührt wie ein einfacher Hefeteig? Ein ganz einfacher Hefeteig, also wirklich baby-einfach. Das heißt, wir nehmen eine einfache Schüssel. Und Hefe wird einfach mit reingegeben. Also erstmal das Mehl. Du bröselst sie einfach so mit genau, rein? Genau. Ich brösel die einfach den mit rein. Den ganzen Würfel? Den ganzen Würfel, dann kann nichts schief gehen. Ah. Würde wahrscheinlich auch mit einem halben Würfel funktionieren, aber hält besser. Ein bisschen Salz kommt noch dazu. Ich nehme einfach mal hier diesen... Und wovon ernährt sich die Hefe? Da muss ja noch jetzt irgendwas dazukommen. Der rote Beetesaft, genau. Ah, okay. Das Ganze dann auch rot. Rote Beetesaft enthält etwas Zucker und darauf stürzt sich die Hefe. Sophia kippt den Saft nach und nach rein, damit das Ganze nicht zu matschig wird. Im Nu verfärbt sich unser Hefeteig rot. Bevor ich ihn zum Gehen in den Ofen stelle, bedecke ich ihn noch mit einem feuchten Küchenhandtuch. So trocknet er nicht aus und es bildet sich keine Kruste. Jetzt kann sich der Teig eine Stunde ausruhen. Was kann man in der Zwischenzeit machen? Wir können jetzt zum Beispiel ein Kichererbsenpüree machen, also ein Hummus eigentlich. Genau, das können wir danach auf die Hummus, das ist nicht das aus dem Garten. Nein, das ist das aus der Küche. Nicht verwechseln, Hummus ist ein leckeres Kichererbsenpüree. Man kann ja, kleines veganes Küchengeheimnis, super crazy, aus dieser Plörre Eischnee schlagen, ne? Nein, wirklich? Ja. Ganze Macarons draus machen, das ist kein Scherz. Ich habe Kichererbsen-Macarons? Ja, wenn du Puderzucker reinmachst, schmeckst du das nicht mehr. Ganz schön kreativ. Für unser Hummus geben wir zu den Kichererbsen noch Zitronensaft, Tahin, das ist ein Sesammus, Kurkuma, Kreuzkümmel und Öl. Im Kampf Stabmixer gegen Kichererbsen leisten die Erbsen zwar erst Widerstand, aber dann ergeben sie sich. Das Resultat der Schlacht ist ein leckerer Brei. Schau, das ist doch super, so die Farbe das auch. Das ist super geworden. Ich glaube, unser Teig ist auch genug gegangen. Ja. Musst du wegstellen, sonst essest du weg. Okay, dann stellen wir es lieber weg. Besser ist das. Unser pinkfarbener Brotteig hat sich dank der Extraportion Hefe schön breit gemacht in der Schüssel. Wir befreien ihn und Sophia knetet und formt aus dem Teig eine Art Fladenbrot. Wie kamst du auf die Idee, dir so Essen so schön bunt zu machen? Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe früher viel gemalt und so irgendwie. Ich mag einfach bunt. Also das war so. Also und ich finde einfach. Also das sieht man jetzt auch bei so einem Brotteig. Ich finde einfach so toll, was die Natur so hergibt. Ne? Und das sind ja alles irgendwie natürliche Farbstoffe, die ich verwende. Und man kann einfach so viel machen. Und manchmal muss man nur Sachen irgendwie neu kombinieren und dann ist es gleich total knallig. Der kommt jetzt in den Ofen. Genau, der kann jetzt in den Ofen. Wie lange ungefähr? 35 bis 40 Minuten ungefähr, okay. So 180 Grad. Oder? Ja. Sehr gut. Das muss ja jetzt kurz auskühlen. Ja. Ich habe übrigens auch noch dein Buch da. Würdest du mir was reinschreiben? Ja, natürlich. Sehr gerne. Sehr schön. Jetzt, wo wir Zeit haben, muss man die ja nutzen. Ich gebe dir schon ein Stück. Sehr gerne. Irgendwas Nettes. Geliefert wie bestellt. Sophia schreibt mir doch tatsächlich was Nettes rein.
Dankeschön. Jetzt muss das ja ein bisschen abkühlen. Ja. Was kann man in der Zwischenzeit noch machen? Weil reinbeißen geht ja noch nicht. Nee, aber wir können noch eine Mayonnaise machen. Die dann so, die färben wir auch noch ein bisschen mit rosa an. Können wir dann so als eine Art Zuckerguss oben drauf rosa machen. Mayonnaise. Machen wir. Diese Mayonnaise kommt ganz ohne Ei aus. Wir geben Sojamilch, Zitronensaft und Öl in einen hohen Rührbecher. Den Pürierstab eintauchen und erst einschalten, wenn er auf dem Boden steht. Ganz langsam den Stab hochziehen und die Mayonnaise mit Senf und Salz abschmecken. Und mit ein paar Tropfen Rote-Bete-Saft rosa färben. Wann fangen wir an zu schichten? Ja, jetzt, oder? Ist das super. Brot schon, lässt sich schon anfassen, dann können wir schon... Ja, das Brot ist kalt, kann man loslegen. Souverän säbelt Sophia den Brotdeckel runter. Das gelbe Humus auf unserem pinken Brotboden sorgt für ein knalliges Farbenspiel. Granatapfelkerne und Rucola pimpen geschmacklich auf. Für den grünen Brotboden hat Sophia etwas ganz Feines mitgebracht. Und das ist einfach Süßkartoffel und gekocht und püriert, oder? Genau, und da habe ich noch so ein bisschen Räuchersalz mit dran gemacht. Mm. Und ein bisschen Öl, Mandelöl. Mm. Dieser Frau gehen die Ideen wohl nie aus, denn als Deko kommt neben Avocado und Rucola noch in Rote-Bete-Saft eingelegter Blumenkohl. Sieht das nicht toll aus? Auf den lilafarbenen Boden verstreichen wir einen Cashew-Sauerrahm-Dip und unsere wunderschöne vegane Mädchenmayonnaise. Beim Dekorieren mit Gurkenscheiben, Kapern und Blüten gehen mit uns die Dekogäule durch. Wir sind bereit zum Angeben, oder? Wahnsinn, ist das eine Torte? Da sagst du nichts mehr. Also. So, jetzt angebermäßig schneide sie an. Ich bin gespannt. Und weil wir heute nicht kleckern, sondern klotzen, bekommen wir beide ein extra großes Angeberstück vom Kuchen. Und da es eine Brottorte ist, kann man die auch mit den Fingern essen. Oh, die ist aber sau lecker. Mhm. Mmh. Die sehen gleich aus wie die Schweine, aber es schmeckt lecker. Es ist total köstlich. Die Brote sind sehr fluffig. Mhm. Was ich verrückt finde, ist, da ist ja dieses Rauchsalz drin. Ne? Mhm. Und es schmeckt, als wäre da Bacon mit drin. Mhm. Hammer. Kann man ich mal machen. Flip aus. Wenn dieser Kuchen spricht, dann haben alle anderen Kuchen Pause. So schön ist Sophias vegane Brottorte.